Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Toto Arca Thorsten, oder auch andersrum, beim Clan True Warriors. Ihr seht selber, ich bin am Tablet unterwegs, aber diesmal etwas anders. Ich hoffe, das kommt ganz gut rüber. Ich missbrauche euch einfach mal als Beta-Tester. Das heißt, wenn euch die Qualität hier in diesem Video gut gefallen hat, dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Wenn das nicht so gut rüberkommt wie in meinen anderen Videos, schreibt das, wie gesagt, nieder. Ich weiß es nämlich selber nicht, was ich davon halten soll. Und habe ja eine andere Möglichkeit gefunden, live am Tablet etwas mitzustreamen. Und ob das so gut funktioniert, das weiß ich noch nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich angegriffen wurde. Jawohl, ich wurde angegriffen, das gucken wir uns mal an. Das ist ja schon fast ein Drama. Nein, ist natürlich kein Drama, aber ich habe echt wenig gemacht mit dem Account hier. Und habe hier nur ein bisschen Minen und Sammler leer gemacht. Und gucke mal, wie der Angreifer hier in meine Base reingeht. Mit einem Laloon-Angriff sehe ich gerade. Okay. Helden noch nicht ganz so prall. Noch keine Luftabwehr geschafft mit der Queen oder mit dem King. Okay. Dann wird es natürlich schwierig, auch wenn hier nur drei im Einsatz sind. Ich habe ja eine noch im Ausbau. Das ist die, wo gerade der Hund oben rausfliegt. Und dann glaube ich, weil ich es vorher schon gesehen habe, dass ich wenig Ressourcen verloren habe. Zumal ich auch noch die Fallen auf Luft habe. Dass hier nicht viel geholt wurde von meiner Base. Aber ich habe ein kleines Schild gekriegt. 46% gewonnen. Und die Pokale arbeite ich einfach wieder ab. Das kriegen wir in jedem Fall hin. Aber was habe ich eigentlich versäumt? Ich habe hier ein Event versäumt. Und zwar das, ich glaube, es war das Blitzzauber-Event. Ja, das habe ich ganz vernachlässigt, weil dieser Blitzzauber, was mache ich mit dem? Ich habe tatsächlich ein bisschen was mit dem gemacht. Habe gedacht, Mensch, machst du da eine Folge von? Vom Blitzzauber, naja, so dolle ist er ja nicht. Und dann freuen wir uns doch lieber auf das neue Event, nämlich das Event mit den Giants. Das ist viel, viel besser, denn die Jungs habe ich immer dabei und trainiere eigentlich immer ein paar Riesen mit in meiner Armee. Ihr kennt das, wenn ihr mich ein bisschen verfolgt, wie ich hier so rumfarme, dann ist das hier unten die Funny Farm Army. So habe ich sie mal genannt. Ist immer mit Riesen bestückt. Das heißt also, bei diesem Event habe ich natürlich überhaupt kein Problem, das Event zu machen. Wir reparieren mal eben unsere Base und ich würde sagen, wir suchen einfach live mal einen Gegner, wo wir denn nämlich jetzt auch diese Truppe einsetzen können. Also wie gesagt, es ist überhaupt kein Ding, hier jetzt Riesen zu nehmen. Das ist ein schönes Event, wo man ganz, ganz billig eben mal die EP und die Juwelen abgreifen kann. Das finde ich auch ganz gut, denn Juwelen kann ja jeder gebrauchen. Auch ich habe da nicht unbedingt jetzt Knappheit, weil ich sie im Moment überhaupt nicht ausgebe. Aber irgendwann gemme ich sicherlich wieder mal ein bisschen an Zeit. Ihr wisst, Ressourcen gemme ich überhaupt nicht. Die, oh, oh, ja, den könnte man eigentlich machen vom Dunklen her. Sieht ja ganz gut aus und auch vom Gold und Elix her. Aber ich komme doch eher, na, ich komme doch eher schlecht ran. Auch wenn ich hier verliere, macht das ja nichts. Pokale sind mir ja egal. Aber das war denn doch ein bisschen zu viel des Guten, denke ich mal, für meine Armee. Ich habe zwar Walküren, glaube ich, in der Clanburg. Da gucken wir mal gerade nach, ja. Aber es sind auch nur 4 Stück. Und ein bisschen soll ja dabei rumkommen. Wie zum Beispiel so ein Gegner hier. Der passt mir ganz gut. Der hat zwar jetzt nicht so super viel Gold, aber er hat richtig viel Elex. Hat ein bisschen was Dunkles für uns. Wir haben 172.000 auf dem Konto. Ich würde sagen, da setzen wir hier auf jeden Fall ein paar Truppen. Mal gucken, ob das 50% werden. Nur mit dem Abfarmen hier. Und da schauen wir mal, wie das hier funktionieren kann, dass wir hier zumindest ein paar Ressourcen kriegen. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Hier setze ich recht wahllos meine Truppen. Hier haue ich mal 2 Mauerbrecher mit rein. Denn da ist ja ein dunkles Lager. Da können jetzt meine Kobold auch hinrennen. Das machen sie leider noch nicht. Okay, da muss ich da ein paar hinschicken.
Aber dann haben wir da das kleine bisschen Dunkle raus. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Wir setzen die Riesen hier etwas verteilter und nehmen hier unten einmal Mauerbrecher mit rein. Wir nehmen hier einmal Mauerbrecher mit rein, dass hier noch das eine Lager mitgemacht wird. Also die Kobolde sind wirklich so schnell, da kommt hier keine Queen hinterher und auch keine Def hinterher. Das ist wirklich krass, was die hier machen. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wo wir noch ein bisschen was offen haben. 250.000. Ah, die sind natürlich jetzt ein bisschen doof. Verlagert nämlich in den drei Sammlern hier. In den drei, nicht Sammlern, sondern in den drei Lagern. Dann müssen wir halt nochmal mit unserer Truppe hier durch. Ich nehme auch mal die Queen jetzt mal mit und nehme hier mal einen Wut. Das ist ja auch eher selten, dass ich hier echt bei dieser Farmstrategie überhaupt mal so einen starken Zauber nehme. Aber hier wollten wir ja eigentlich ein bisschen Ressourcen holen, aber oh Mann, wenn ich das schon wieder sehe. Thorsten, so geht das natürlich nicht. Ich meine, wir holen hier die 50% jetzt auch nur mit der Queen. Das ist kein Thema. Aber so richtig von den Ressourcen haben wir jetzt nicht geholt. Das war wieder ein bisschen dusselig, aber dafür ist die Armee auch so richtig dusselig günstig. Und dann zünde ich hier einmal die Queen. Die macht jetzt noch ganz billig den Turm. Das Dunkle haben wir. Okay, bis auf 100 Stück. Und wir haben auch den einen Stern. Komm, das brechen wir ab. Wir müssen ja auch gewinnen. Stimmt, ich hätte fast vorher abgebrochen, ohne hier zu gewinnen. Und das wäre natürlich doof gewesen, denn ich hätte dann den einen Haken hier nicht gekriegt. Das ist natürlich dösig. Und meine nächste Truppe wird dann schon etwas schlagkräftiger. Ihr seht das. Ich baue Riesen. Wie viel müssen wir eigentlich mitnehmen? Wir müssen mitnehmen 10 Stück. Okay, wir haben 12 Stück. Wir haben dann richtig was an Bowlern am Start und wir haben unsere CB, die werden wir auch mal setzen. 3 Wut, ein Sprung und ein Freeze mit unserer Queen. Ja, ich denke mal, das ist gut und dann machen wir gleich einen zweiten Angriff. Okay, wir haben die zweite Armee fertig. Ich habe das Device auch nochmal gewechselt, denn ich glaube, im ersten Teil, also im ersten Angriff, da kam das doch nicht so gut rüber. Und hoffe eigentlich, dass es jetzt im zweiten Teil etwas besser ist. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen Gegner, mit dem wir den zweiten Angriff mit den Riesen machen können. Ich glaube, das Delay, wenn ich hier jetzt rein und raus scrolle, ist auch nicht mehr ganz so groß. Und möglicherweise ist das Device dann doch für dieses Gerät hier viel, viel besser. Aber, oh, den nehmen wir mit. Den machen wir. Da muss ich mal eben schauen. Ich glaube, wir kommen hier über diese Front mit unseren vielen Riesen rein. Nehme jetzt ein paar Magier und jetzt schon die Queen. Hier unsere Mauerbrecher und unsere richtig vielen Bowler. Ich hoffe, die gehen jetzt auch richtig schön rein hier in die Base. Das machen sie auch. Wunderbar. Oh, wir können hier auf. Hier machen wir mal unseren Sprung rein. Haben wir noch einen Bowler vergessen und jetzt schicken wir dir hier meinen Wut durch. Das sieht ganz gut aus, da kommen Clanburg-Truppen raus. Das ist natürlich nicht so schick, aber egal. Die friesen wir eben mal und gehen hier jetzt weiter mit unseren Riesen durch. Die Queen bekommt jetzt allerdings Beschuss vom Inferno-Turm. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, dann hauen wir hier nochmal einen Wut rein. Der Inferno oder beide Infernos sind weg. Und ich bin zuversichtlich, dass wir hier ganz gut die Ressourcen abräumen. Queen ist jetzt leider schon tot. Wir gucken mal, da oben ist noch ein Bowler. Hier unten ist ja auch noch ein Bowler. Okay, das war ein schneller, heftiger Angriff. Aber wir haben, glaube ich, 3000 von seinem Dunklen mit abgezwackt. Das ist ja ganz gut. Denn mein King wird morgen, glaube ich, fertig. Und dann kann ich ihn weiter auf Level 36 ziehen. Da muss ich sagen, das finde ich richtig super. Oh, der Bowler hier oben ist auch noch dabei. Oh, okay. Hier, der holt da sicherlich noch eine Hütte, aber den muss ich leider noch laufen lassen, denn der schafft mindestens noch ein Lager hier. Und ich glaube aber, das kommt hier mit viel, viel besser rüber. Ihr müsst mir das kurz mal nachsehen, dass ich das hier ein bisschen bewege, damit ich es auch ein bisschen beobachten kann, ob
dass die passende Qualität auch für euch ist, wenn ich hier Live-Angriffe mache. Und das sieht aber soweit gut aus. Sieht viel, viel besser, glaube ich, auch als im ersten Angriff. Aber ich gucke da nochmal mit einem ganz kritischen Auge rüber. Ich glaube, hier können wir mal abbrechen. Und ja, okay, da haben wir jetzt nicht ganz so viel gekriegt, aber 2694, 24.000 passt. Können wir mit leben. Ich baue jetzt gar nichts nach, sehe ich gerade, aber wir haben aktuell gleich, da ist er, 1CK, 23 Minuten, 18, 17 Sekunden fängt er an und sehr ausgeglichen, was die Radmesser angeht. Ich werde hier mit zwei Neunern und einem Achter angreifen. Mal sehen, ob ich hier was live noch mit reinbekomme heute Abend, was ich vielleicht aufnehmen kann. Ansonsten gibt es natürlich den Recap immer wieder bei mir hier in einem der nächsten Videos und wir bauen einfach mal ganz global ein paar Spendertruppen nach. Wer mich also schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich eigentlich immer ein paar Spendertruppen hier baue, weil man weiß in etwa, was die Meute hier so haben will. Wir bauen eben mal die Zauber nach, die wir immer so dabei haben. Und das war es eigentlich von dieser Seite. Wir haben zwei Stück hier reingefarmt. Das heißt also zwei Angriffe mit den Giants gewonnen. Das ist eine super Sache. Den dritten mache ich ganz sicher heute Abend noch. Und wenn euch dieses Testvideo hier, entschuldigt nochmal, dass ich euch als Beta-Tester missbrauchen muss, aber ich brauche unbedingt etwas in die Kommentare, ob die Qualität hier bei diesen Live-Angriffen jetzt gut ist, ob das brauchbar ist oder ob das eher doch nicht so gut ist, dann muss ich das vielleicht auch wieder umstellen auf meine alte Methode, da muss ich mal gucken. Aber die Bases hier wirken viel, viel authentischer. Vorher waren die immer so breit gezogen, hier rechts und links, gerade wenn man so eine Base hatte hier, dann wirkte das immer so ein bisschen breiter gezogen, also etwas gekünstelt. Und ich glaube, das ist hier ganz gut geregelt. Wenn ihr also mehr von diesen Live-Sachen hier sehen wollt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt am Ende dieses Videos meinen Kanal abonnieren, falls ihr noch keinen Kanal-Abonnent bei mir seid. Und ich verbleibe in dieser Woche. Euer Toto. Clasht.